Werner Schulze-Erdl, hallo. Hallo, guten Morgen, guten Tag, wie immer alle wollen. André Dietz, hi. Hi. Guten Abend, Gernot Endemann, hallo. Hallo, guten Abend. Ilse Biberti, hallo, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Und jetzt begrüße ich ihn am Telefon, Matti Krings, hallo. Julian, grüß dich auch. Christian Rach, hallo. Hallo, hallo. Ich begrüße Wolfgang Lippert, hallo. Hallo, Julian. Frederik Meissner, hallo. Ja, herzlich willkommen, hier ist Frederik Meissner. Hallo, Julian. Ja, schönen guten Tag, herzliches Hallo an alle Marienhof-Fans erst einmal, die wahrscheinlich noch ihre Taschentücher trocknen müssen. Vor 3 Tagen lief die letzte Folge über den Bildschirm. Hier ist der Sprechplanet vom 18.06.2011. Ich spreche heute mit dem Mann, der in über 15 Jahren im Marienhof den Frank Töppers gespielt hat. Wolfgang Seidenberg, ein sehr sympathischer Schauspieler, eine tolle Rolle war es. Ich werde mit ihm sprechen über seine Zeit im Marienhof, in dieser Daily Soap, über das Ende dieser Ära und über seine neuen Projekte. Jetzt geht's los, viel Spaß. Ja, meine Damen und Herren, willkommen zurück. Jetzt begrüßen wir Wolfgang Seidenberg auch schon am Telefon. Hallo. Ja, hallo. Mehr als 3700 Folgen Marienhof, über 15 Jahre, 16 quasi. Wie schwer ist der Abschied da gefallen? Ja, als es dann soweit war das überraschend schmerzfrei eigentlich. Weil der Marienhof ja so lange schon auf der Abschussliste stand, eigentlich schon seit der unseligen Schleichwerbeaffäre der 2005. Dann haben wir uns zwar nochmal gefangen. Aber dann ging's ja lange hin und her, dass der Sender schon wegen der Quoten und wegen einer Umstrukturierung des Vorabends und was weiß ich alles eben absetzen wollte und dann auch Vorgaben wegen der Quote gemacht hat. Und das war dann eigentlich nicht mehr so schön die letzten Monate, weil das ein ziemlicher Druck war und man nicht mehr das Vertrauen hatte, dass das weitergeht. Und das ist bei so einem langfristigen Projekt schon wichtig. Mhm. Also haben Sie sich innerlich da schon so ein bisschen drauf vorbereitet, schon nahezu Jahre zuvor. Ja, genau. Mhm. Also es war dann nur lästig, dass es keine Klarheit gab. Ja, glaube ich. Mhm. Sie haben ja in Wien Ihre Schauspielausbildung absolviert, sehr viel Theater gespielt, auch zur Zeit. Wenn man so ein bisschen durch Ihre Vita guckt, findet man fast in allen Jahren trotz Marienhof immer wieder Theaterstücke. An welche Zeit, besonders aus Ihrer Anfangszeit, wo es noch nicht die Fernseharbeit war, denken Sie heute gern zurück? Was hat Sie am meisten geprägt? Das ist schon natürlich die Wiener Zeit gewesen, also die ganze Ausbildung. Ja. Ich war am Rainer-Seminar 3 Jahre und bin dann von da aus gleich ans Schauspielhaus Wien und habe dann ziemlich lange frei gearbeitet in Wien, also so Stückverträge gehabt, immer an verschiedenen Theatern und auch viele freie Projekte gemacht. Und das hat eigentlich schon ganz gut eine Flexibilität trainiert. Und da waren halt, das war sehr bunt, die Zeit einfach. Das Schöne an der Marienhofzeit war die Sicherheit, dass man also wusste, man hat diesen Job, dass der auch noch Spaß macht, war natürlich auch schön, eine Rolle. aber vorher war es einfach viel bunter. Man hat immer verschiedene Sachen zu spielen gehabt. Ja, und direkten Kontakt auch zum Publikum. Ja, das ist eben das Schöne am Theater. Da muss man sich schwer umstellen, wenn man dann Fernsehen macht, dass man das Feedback, wenn überhaupt, natürlich Wochen später kriegt und alles eben indirekt ist. Ne? Gab es besonders am Anfang, vielleicht auch in Wien, schon Momente, wo Sie dachten, vielleicht ist es doch nicht das Richtige, oder war das immer konsequent für Sie auch der gute Weg? Das war für mich immer der gute Weg. Mhm. Ich habe also auch wenig geplant, aber an dem Ganzen, ich habe immer alles auf mich zukommen lassen, aber ich hatte nie Zweifel, dass das jetzt wie der falsche Beruf ist oder also bis jetzt, toi toi toi, habe ich auch Glück gehabt. Wie haben Sie denn dann den Sprung ins Fernsehen geschafft? Also ich habe gestern Ihre Website mal angeguckt. Ich wusste nicht, dass Sie in Schindlers Liste mitgespielt haben. Kleine Rolle, aber immerhin. War das so da auch tatsächlich auch für Sie der Anfang? Ja, der absolute Anfang war dann, also auch eine ganz kleine Geschichte beim Edgar Reitz. Das ist das erste Mal, dass ich gedreht habe in der zweiten Heimat. Das waren auch nur so ein paar Tage. Also am Ende einer der Episoden, das sollte auch größer werden, der hat das dann noch umstrukturiert und so. Aber egal, das hat so damit angefangen. Das waren so erste Gehversuche, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, kleinere Rollen und dann Episodenrollen in Serien. Dass das jetzt dann mal so ein Schwerpunkt werden würde, das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Das war auch nicht beabsichtigt. Das war nicht ja nichts. Ja. Ich bin da zu einem Casting gegangen hier in München. Ne? Ja. Meine Ex-Frau hat auch bei Marienhof mitgespielt. Das ist die Michaela Geuer. Das war die Frau vom Jugendamt. Eine Zeit lang beim Marienhof. Mhm. Und die hat halt einfach mein Foto bei einem Casting mit auf den Schreibtisch gelegt.
dann habe ich die Rolle gekriegt, also wieder Glück gehabt. War das denn gleich auch als Hauptrolle gedacht oder erstmal vielleicht so als Nebenrolle, mal gucken, wie der ist? Ja, das war schon mit einem ziemlichen Testvorlauf, weil das ja die erste Dialektfigur sein sollte auch. Ja. Das war ja und blieb dann mehr oder weniger auch der einzige Kölner in Köln, also in Köln. Also dadurch erst war ja die Serie irgendwie verortet, sonst hätte die ja praktisch in jeder Stadt spielen können. Ja, klar. Aha. Hatten Sie da speziell, was das Thema Soap anging, das ging ja damals auch so richtig los, unter uns kam da auch ins Rollen, GZSZ sowieso, hatten Sie da Vorurteile oder waren Sie da gleich Feuer und Flamme? Nee, ich hatte da gar keine Urteile eigentlich. Ich habe das ein paar Mal gesehen und fand das eigentlich, also in den Anfängen ganz interessant sogar. Mhm. Also diese Geschichten und also es war damals auch so, dass wirklich versucht wurde, eine zweite Realität zu bauen. Und wir hatten ja auch den Anspruch einer Authentizität beim Marienhof sehr lange. Ne? Also mhm. Das war ja, hieß es immer, das Leberwurstbrötchen und die verbotene Liebe war so die Torte. also die spielte bei den Reichen und Schönen und wir waren halt so das, die einfachen Menschen. Ja, ja. Das war so auch über lange Zeit und eigentlich bis zum Schluss auch von der Philosophie her. Und das, fand ich, war auch eine Stärke und das hat deshalb auch so Spaß gemacht, da zu spielen. Mhm. Mhm. Was wussten Sie denn im Vorfeld über Ihre Figur oder wie weit konnten Sie die mitgestalten? Frank Töppers war schon eher lustig, ne? Also ein bisschen tollpatschig auch. Hat sich das so entwickelt oder war das direkt so gedacht? Nee, also entworfen war der erstmal, ich habe dann hinterher mal gesehen, wie das Casting-Sheet aussieht. Ja. Klar, also da ist ja die Rollenbeschreibung drin. Also sie haben sich einen Handwerker vorgestellt, klar, einen bodenständigen Typ, Kölner, und klein und dick wahrscheinlich. Also das war ja nun dann gar nicht. Ne? Ja, nee. Nee. Und ja, natürlich, also man hat sich natürlich so eine Volkstheaterfigur vorgestellt. Das glaube ich, war schon daraus zu lesen. Mhm. Der war ja auch sehr lange eigentlich so für die Comedy-Schiene zuständig dann, mhm. über Jahre in den ersten Zeiten. Und so das ernstere Leben mit dem Bruder, der auftaucht und den Konflikten und so, das kam eigentlich erst später dazu. Ja. Aber ich habe das immer so ein bisschen als Volkstheater auch verstanden da. Also ich habe da auch nie den Ehrgeiz gehabt, jetzt groß, wenn man es jetzt rein technisch sagt, Camera-Acting zu machen. Mhm. Sondern ich habe das schon versucht, mit kühnen Strichen so eine Figur zu malen. Wie war denn für Sie das, plötzlich dann bundesweit bekannt zu sein? Also eine Soap, die macht ja sehr viel aus, die ja. war ja immer schon so, ist heute immer noch so. War das für Sie schön oder auch mal schlecht? Es gibt schon Momente, da ist es nicht so schön, ne, dass man bekannt ist. Also wenn man einfach nicht gut drauf ist und durch die Stadt läuft und wird dann dauernd angesprochen, dann ist es ein bisschen anstrengend sozusagen. Weil natürlich haben die Leute mit Recht die Erwartung, dass man ja meinerseits einer gewissen Erwartung entspricht, nämlich, mhm. dass man als Fernsehfigur auch zugänglich ist. Mhm. Bei den Soap-Stars jetzt in Anführungsstrichen, ich finde, das ist ja eigentlich gar nicht so Star. Star ist ja sowas Abgehobenes, ne? Was sowas Unerreichbares. Und das sind ja die Soap-Stars nicht. Die sind ja jeden Tag im Wohnzimmer sozusagen. Ne? Mhm. Und das hat man auch gemerkt. Für die Leute waren wir ganz normal. Und die haben natürlich überhaupt keine Differenz gesehen zwischen der Figur. Aha, ja. Und dass das gespielt war, haben viele, glaube ich, gar nicht so gesehen. Aha, weil sie täglich ein Teil des Lebens waren. Ja. Mhm. Und das wurde auch immer als Realität, also auch viele, da behietet ihnen denn, sie hatten doch gerade so eine Operation. Und oh ja. Also, kam es dann auch vor, gerade auch dadurch, dass sie sagen, Mensch, so abgehoben, so große Stars waren wir da eigentlich nicht, dass die Leute sie erkannt haben, aber nicht genau wussten, wo sie hinpacken ja, sollen. Ja, ja, das ist natürlich. Also wenn sie das ist ja jetzt über 16 Jahre, ja. ist man da herumgeflimmert und dann sind oft Leute, die einen anstarren und überlegen, woher sie jetzt einen kennen. Ne? Und dann fragen, sag mal, warst du nicht da in der Küche, in der Kneipe oder sonst irgendwas? Und ich hatte auch schon, dass die sauer waren, weil sie dachten, also ich kenne sie doch habe aber nicht drauf reagiert. Aha, ja. Welche Geschichten rund um Töppers haben Ihnen denn bis jetzt am meisten gefallen oder haben Sie am meisten gefordert? Also müssen ja nicht unbedingt lustigen sein, es gab ja durchaus auch viele schwierige Geschichten. Was war für Sie so ein Highlight? Ja, Highlight war sicher dieses parallele Programm, Vater zu werden, privat und in der Rolle. Das war eine ziemlich schwere Zeit, also mit kleinen Kindern zu drehen ist hart. Ja. Gerade, das war wirklich kurz hintereinander, ne? Da lief mal mein Leben als Töppers und mein Leben als Privatmensch ziemlich parallel ab, eine Zeit lang. Mhm. Meine Zwillinge, die kamen im Februar und die Geburt haben wir dann im April gedreht von Tim damals. Mhm.
Das lief dann völlig parallel ab, aber die wachsen natürlich schneller, ne? Das ist eine andere Zeit. Und man tauscht ja, diese Babys dürfen natürlich ja, aus Schutzgründen nur wenige Wochen drehen, dann hat man wieder ein neues Baby. Mhm. Das muss ich auch erstmal wieder an den Betrieb gewöhnen und dabei noch zu spielen, wenn das quengelt und wenn es ihm langweilig ist, müde ist, zu warm, falsche Zeit, das ist ja schwer. Ja, glaube ich. Und da muss man sich immer auf die Kinder immer wieder einstellen. Ja. Gab es denn eigentlich auch was Ihnen an Ihrer Rolle nicht so gefallen hat oder was rückwirkend besser hätte anders sein sollen? Ja gut, also diese ganze Harry, also dass da plötzlich ein Bruder auftaucht, der mir verhasst ist. Und also da war ich so selber aus der Realität geschleudert. Mm-hmm. Ich war vom Bewusstsein her ein Einzelkind. Ja, ja. Und wenn, also es waren immer, wenn was geschrieben wurde, was eigentlich in meine Bio, die ich nun selber gelebt habe, als Töppers nicht gepasst hat, dann da habe ich immer schwer in Schleudern geraten. Ja, glaube ich. Ja, wird aber gern gemacht, damit die neuen Leute auch so einen Bezug zu den Figuren halt haben. Ne? Sonst ja, klar. Also man muss das ja erweitern oder verändern, so ein Ensemble, und die neuen Leute irgendwie anbinden. Und da, dann wollten sie halt mal so eine negative Seite zeigen von Töppers, ne? Dass der eben auch hassen kann in gewisser Weise. Wobei ich eben glaube, dass das so aber da auf den Charakter drauf konstruiert war. Also so wie das da erzählt wurde, hat das nicht gepasst. Mhm. Dann gab es vor einiger Zeit den großen Kulissenwechsel. Es gab eine ganz neue Außendeko. Ich habe mit Christian Buse letztes Jahr gesprochen. Da war das Ende noch nicht in Sicht. Wurde auch schon drüber spekuliert. Und er hat gesagt, naja, das ganze Neue hat uns eher geschadet. Sehen Sie das rückwirkend auch so? Ja, also so wie das jetzt neu konstruiert war, hat es uns geschadet, weil wir einfach durch den Verlust der Galerie einem kommunikativen Zentrum beraubt wurden. Mhm. Wurde ja dann ersetzt durch diese Notfallaufnahme in der Klinik. Ja. Weil man gedacht hat, das ist wieder eine Klinik. Aha. Aber gut, aber das ist kein kommunikatives Zentrum. In eine Notaufnahme kommt man jetzt Gott sei Dank nicht direkt. Nee, äußerst selten, ja. Ja. Und so war das dann schwierig, das weiterzuerzählen einfach. Und diese Galerie war schon das, wo man die ganzen Handlungsfäden verknüpfen konnte und wo man halt auch immer mit den Kollegen mal wieder ins Spielen kam. Mhm. Also das war sicher eine problematische Geschichte. Mhm. Wie waren denn, auch eine Frage vieler Fans, ich habe mal so ein bisschen im Forum geguckt, so die Stimmung am Set in den letzten Wochen. Also nimmt man da alles noch viel bewusster mit oder denkt man sich, Mensch, komm, lief ja glaube ich bis Mitte Februar, ne? Mhm. Lass die Zeit bloß vorbeigehen oder wie war das für Sie? Nein, als es dann raus war, war es schon eine ganze Zeit bedrückt. Wir hatten zwar dann eine Weihnachtspause. Ja. Aber den letzten Monat, glaube ich, da war es einfach klar. Und dann hat sich irgendwie das entspannt. Und dann ging es auch wieder leichter von der Hand. Aha. Weil, wie gesagt, diese Unklarheit der Dinge und dieses Dauernde auf die Quote starren und auf Nachrichten. Ja, glaube ich, ja, klar. Mhm. Das war viel schlimmer, als wenn man es dann weiß man, dann ist Schluss, dann kann man auch im Hintergrund sozusagen sich überlegen, wie die Zukunft weiter aussieht. Und das Spielen selber war dann auch klar, ja, okay, wir spielen jetzt, ist mal unsere Geschichte hier zu Ende. Mhm. Haben Sie denn so ein paar Andenken mitgenommen? Aus der Küche oder aus Ihrer Werkstatt? Ich sitze gerade auf einem Schreibtischstuhl. Aha. Und meine Arbeitsschuhe, die fand ich ziemlich cool, die habe ich auch mitgenommen. Also Töppers Klempner Arbeitsschuhe. Aha. Hat eigentlich diese Marienhof-Produktion, das war ja wirklich super lange Zeit, hat das jemals so Ihre Theaterarbeit behindert oder etwas blockiert, was Sie auch gern gemacht hätten? Also so viel ich das mitgekriegt habe, nicht. Mhm. Was heißt also, das? Es war im Gegenteil natürlich so, dass man durch die Bekanntheit im Fernsehen, glaube ich, auch Leute ins Theater gekriegt hat. Ne? Ja. Also ich habe dann auch größere Rollen gespielt auf Tournee. Und da waren schon viele Leute, die eigentlich nur Fernsehen gucken und sich dann gedacht haben, jetzt gucken wir uns den Klempner mal auf der Bühne an. Mhm. Da war es dann halt Richard der Dritte oder Hagen oder sonst irgendwas. Also war eine ganz andere Nummer. Ja, also kommen da auch Leute dann dadurch hin, die eigentlich das Stück gar nicht sonst gucken würden. Ne? Also ja, genau. Vom Inhalt gar nicht interessiert vielleicht. Und das ist eigentlich eine schöne missionarische Tätigkeit, die man War es denn für Sie schwierig, dann gleich Anschluss zu finden? Also aktuell stehen Sie bald wieder auf der Bühne. Ich habe gesehen, Sie geben auch Lesungen, sind aber Ende Juli in Der Verschwender zu sehen. Also es läuft ja relativ rund weiter bei Ihnen. War das von Anfang an für Sie klar oder gab es auch so einen kleinen Moment, wo Sie in der Schwebe hingen? Doch, den gab es natürlich schon. Also ich hatte schon eine Tournee, die war ohnehin abgeschlossen und die passte sozusagen gerade, also die begann 3 Wochen, nachdem der letzte Drehtag war. Mhm. Also ich bin nicht in ein Loch gefallen, aber danach wusste ich eigentlich noch nichts. Und Der Verschwender, das ist jetzt in Baden bei Wien. Ja.
Das verdanke ich dem Zufall. Ich bin dann schon herumgefahren und habe versucht, meine alten Kontakte wieder zu beleben. Mhm. Und bin dann mit der Intendantin von St. Pölten nach einer Vorstellung zurück nach Wien gefahren, vom Landestheater St. Pölten aus. Ja. Und am nächsten Tag hat sie mich angerufen und gefragt, ob ich Zeit hätte, den Boswell zu spielen im Verschwender. Weil ihnen da gerade sozusagen jemand ausgefallen war, der eigentlich vorgesehen war. Aber man muss halt auch mal Glück haben jetzt. Ne? Ja, na klar. Ja. Das ist halt einfach so. Das ist ja in jedem Job so, dass man zur richtigen Zeit mit dem richtigen Gesicht durch die richtige Tür latschen muss. Ja, ja, ja. Mhm. Und das war ich natürlich jetzt auch 16 Jahre nicht mehr gewohnt. Deshalb ist man natürlich, oder wir haben jetzt uns gerade ja alle wieder getroffen, vom Marien, oder einige vom Marienhof waren beim Soap Award eingeladen. Und das ist alles sehr unterschiedlich, ne? Viele Kollegen haben schon was oder haben was in Planung. Aber wir sind natürlich so ein bisschen, wir sind alle ein bisschen verunsichert, weil dieses Freiarbeiten einfach eine andere Haltung ist, als ja, ja. wenn man da einen sicheren Job hat. Ich hatte vor 2 Wochen ein Interview mit Michael Marwitz, auch Schauspieler, hat ein paar Jahre bei der Lindenstraße mitgespielt. Ich komme da jetzt nur gerade im Zusammenhang drauf, weil der hatte nämlich gesagt, ich habe da danach 5, 6, mögen auch 7 Jahre sein, hat er gesagt, aufgehört, weil ich diesen Stempel nicht haben wollte. Mhm. Wie ist das für Sie? Sie haben ja diesen Stempel durchaus als Töppers, ich glaube, das wird Sie noch ein paar Jahre verfolgen. Ja, das war, ja, es war ja ab einem gewissen Punkt egal. Ich habe schon zwischendurch mal nachgedacht. Ja. Oh, jetzt bist du aber ziemlich festgelegt. Ja, ja, glaube ich. Ja. Das ist auch so. Das merkt man natürlich. Ne? Also nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die, die Fernsehen machen oder die Fernseh- oder Filme besetzen. Mhm. Hat man natürlich, dadurch ist man geprägt. Und das darf man auch niemandem vorwerfen. Das ist jetzt einfach so und das dauert ein bisschen, bis sich das löscht. Mhm. Nur erstens hat mir das Spaß gemacht. Ne? Also ich konnte da immer sagen, dass ich da nicht nur wegen dem Geld bin, sondern man hat halt wahnsinnig viel zu spielen gekriegt in so einer Soap und das hat man bei anderen Dreharbeiten nicht unbedingt so, weil das so durchgehend war. Und dann, wie gesagt, ja, gab es immer einen anderen Grund, warum er weitergemacht hat, also was weiß ich, das war ja erstmal ein 6-Wochen-Vertrag, ne? Dann wurde verlängert bis zum Ende der Staffel. Ja. Da hat man gedacht, ach, jetzt so eine Staffel, so noch ein Jahr dranhängen, ist sicher mal ganz interessant, so eine Rolle ein bisschen länger zu spielen, ne? Ah, dann wurde ich Vater von Zwillingen und habe ich gedacht, naja, jetzt ist es schon besser, einen Hintergrund zu haben. Dann waren es 2 Jahre. Ja, klar, klar. Ja, ist alles verständlich, natürlich. Ja, und dann, das hat sich aber so ergeben, das war jetzt nicht so, dass ich da drüber nachgedacht habe. Und dann kam es mir plötzlich, jetzt sieht es ein bisschen so aus, als wären wir festgelegt. Mhm. Aber da war es ja auch schon was passiert. Ne? Ja, klar, irgendwann hängt das Herz ja auch dran. Ne? Ja. Fällt Ihnen eigentlich das Textlernen jetzt leichter oder schwerer als beispielsweise für Marienhof? Ich kann mir vorstellen, in so einer Soap, ich habe ja schon öfter mal zugucken können bei Dreharbeiten, viele lernen ja auch den Text kurz vor einer Szene, weil die Szenen ja immer kürzer werden im Laufe der Jahre. Mhm. Ist das für Sie jetzt schwerer, überhaupt sich auf ganze neue Stücke einzulassen? Nee, also vor Text habe ich gar keine Angst mehr. Mhm. Das ist einfach, dass man so eine Routine dann gekriegt hat. Ne? Ja. Es ist natürlich nochmal was anderes, ob man diese Kurzzeitspeicher braucht dann beim Drehen. Oder beim Theater sollte es noch für einige Vorstellungen reichen. aber letztendlich lerne ich relativ leicht jetzt. Ja. Das ist, man muss halt aufpassen, dass das nicht so routiniert wird. Und das merkt man aber dann bei Theaterproben ziemlich schnell. Mhm. Wenn man da so ein Nähkästchen auf und zu macht für das Spiel mit dem Text. Mhm. Welche Rollen oder Charaktere würden Sie denn künftig jetzt mal gerne spielen? Welche Art von Menschen? Eigentlich viele Arten von Menschen, so ganz festgelegt werden, möchte ich da jetzt gar nicht mehr. Mhm. Jetzt habe ich halt den praktischen volkstheatralischen Klempner gegeben, mal ein paar Jahre, jetzt möchte ich eigentlich alles andere mal. Ja, vielleicht ja. Der Julius Flottwell, das ist jetzt auch eine ganz interessante Geschichte, das ist hier nicht so bekannt, Ferdinand Raimund. Das ist eigentlich so eine Art Jedermann-Figur, ein reicher Mann, der scheitert und das nie geglaubt hat, dass man das kann. Das Schöne an der Rolle ist beispielsweise jetzt, dass der als 30-Jähriger anfängt und dann ein Zeitsprung von 20 Jahren ist und dann sozusagen in meinem Alter weiterspielt. Das finde ich zum Beispiel interessant, ne? Dass man jetzt so Zeitsprünge, dass man überaltern, so kommen natürlich auch andere Rollen. Ich bin jetzt 50. Da fangen viele schöne Sachen eigentlich erst an, interessant zu werden. Ja, dann drücken wir Ihnen die Daumen. Ja, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Ja, gerne. Und alles Liebe für Sie.
Das war Wolfgang Seidenberg hier bei uns im Sprechplanet. Bye bye Marienhof, kann ich da nur sagen, kaum zu glauben, wenn so eine Daily Soap, die auf nie enden getrimmt ist, dann tatsächlich irgendwann mal zu Ende geht. Alles Gute für Wolfgang Seidenberg auf jeden Fall. Vielen Dank für das nette, ehrliche Gespräch. Nächste Woche gibt es hier einen Menschen, der hoffentlich auch sehr nett und sehr ehrlich ist. Er hat die letzte Big Brother Staffel im vergangenen Jahr dominiert wie noch nie jemand anders zuvor. Man spricht nur von der Klaus Staffel. Es gab Klaus Pros, es gab Klaus Antis unter den Fans. Er hat wirklich die Staffel zu seiner gemacht, hat dann letztendlich doch nicht gewonnen. Klaus Eichholzer heißt er im Ganzen. Ich werde mit ihm sprechen über Big Brother, über die Zeit danach, über alles, was sich irgendwie damit vereinen lässt. Ich werde ihn fragen, wie er das Auszugsvoting fand, als es ihn dann doch erwischt hat. Ob er daran glaubt, dass das alles so echt ist, wie es ihm jetzt ergeht, was er im Big Brother Haus besser anders gemacht hätte und. Wir werden uns Zeit nehmen mit Klaus. Nächste Woche ist es soweit. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dahin. Dann haben wir bereits den 25.06. Dann geht's hier weiter. Tschüss.